Zunächst ist Gerborg eine begnadete Raucherin, dann ist sie eine entfesselte Rampensau. Sie besticht durch natürlich ihren Witz. Ja, ich habe neue Schuhe. Ja, das macht viel aus. Die sind total bequem. Ja, aber es ist so, ich kriege bei neuen Schuhen, ich kriege Blasen. Egal, ich habe eine Freundin, bei der ist das umgekehrt. Sie ist sehr direkt und manchmal schlägt sie über die Stränge. Wenn es dann in der Nacht vielleicht zu bewegungsorientierter Freizeitbeschäftigung kommen sollte, dann bestimmt nicht unter herumhängenden, lüftenden Männersocken. Herumhängende Socken, ja, haben eine direkte Wirkung auf die weibliche Libido. Überhaupt alle herumhängenden Sachen haben wir. Eine große Schnauze hat sie. Ist schlagfertig. Eine große Improvisationsgabe. Komisch. Hat Humor. Sie ist frech. Einen sehr guten Blick aufs Ganze. Also früher, als ich jung war, da habe ich mir immer eine Freundin gesucht, also mindestens eine, die wesentlich unattraktiver war als ich. Auf jeden Fall dicker. Damit man daneben gut aussieht. Das würde jetzt so gesehen, würde das für Frau Merkel sprechen, neben mir. Ne? Aber ich weiß nicht, ob die so teamfähig ist. Die sagt ja nie was. Die sagt nichts. Die sitzt halt aus. Ne? Davon wird der Arsch auch nicht schöner, finde ich. Natürlich ist sie die Frau, die als Frau auf Frauen guckt und selbige, aber eben auch die Männer durch den Kakao zieht. Das ist auch so ein Kackwort, Partnerschaft. Ich finde, eine Frau mit einem Mann, das ist keine Partnerschaft, das ist ein ungeklärtes Problem. Also wenn Frauen sich mit Männern zusammentun, da muss der Mann ja viel, der muss ja viel lernen. Also wenn der heiratet, da ändert sich für den ja die ganze Welt. Musst du dem als Frau ja alles beibringen, ne? Männer kommen oft mit so einer naiven Haltung, gehen die in die Ehe. Und dann hinterher sind sie ganz enttäuscht. Ne? Jeder guten Ehe gibt es einen Chef und der andere ist der Ehemann. Das muss der Mann auch. Das Wort Frauenkabarett wäre uns nie in den Sinn gekommen. Frauenkabarett ist ja immer so ein Begriff, den mögen wir ja nicht mehr so gerne. Man hat ja nicht zu den ganzen solistischen Herren irgendwie Männerkabarett gesagt, aber wir waren dann Frauenkabarett. Ich mache ja viel nur mit Frauen. Ne? Ist ja jetzt auch wieder neuerdings, ich habe den Eindruck, man kann wieder, es ist wieder hip, also so nur mit Frauen was zu machen. Ich spiele zum Beispiel Doppelkopf, nur mit Frauen. Und seit wir alle unsere Regeln nicht mehr haben, da haben wir mit Regeln sowieso keine Probleme. Also wenn Frauen Kabarett machen, heißt das nicht, dass wir nur über irgendwelche Frauenleiden sprechen oder über den Mann als solchen oder sonst was, sondern wir haben halt eine andere Sicht auf die Dinge und eine andere Herangehensweise. Als ich in dem Alter war, wo man sich entscheiden musste, da gab es nichts. Also da hatten wir nur Frauenbewegung. Da habe ich dann auch mitgemacht. Ich war ja sowieso zu jung für 68 und zu alt für Punk. Ne, also war Frauenbewegung war schön. Damals hatte ich sehr schlimm Feminismus und das kriegst du aber nie ganz weg. Also selbst wenn du älter wirst. Das bleibt ein bisschen. Ein sehr schönes Buch von Nancy Friday, Die sexuellen Fantasien der Frauen. Ich weiß nicht, ob mit einer von Ihnen war. Ein Buch für die linke Hand. So was hatten wir. Wir hatten Hermann van Veen und Franz Josef Degenhardt. Ja, das ist jetzt als Erotikfaktor gleich null. Also zu Hermann van Veen zu Vögeln haben wir selbst wir Feministinnen damals nicht hingekriegt. Und der Feminismus, der ist ja nicht nur bei Gerburg irgendwie, hat sich ja nicht nur bei Gerburg verändert. Und letztens habe ich gedacht, ob die Jungs wohl was gelernt haben in den letzten Jahren? Ich glaube nicht, weil vor ein paar Tagen hat mir einer gesagt, sagt doch Frau Janke, ne, du siehst doch gar nicht mal so schlecht aus, du hast doch Feminismus eigentlich gar nicht nötig. Ich glaube, wir müssen uns heute noch mal vorstellen, wie das vor vielen Jahren, eigentlich sind es ja nur wenige, Anfang der 90er Jahre, Ende 80er war, da gab es nicht so viele Frauen, die den Mund aufgemacht haben und sich getraut haben, andere wirklich zu veräppeln. Ja, und dann kamen dann auf einmal zwei Frauen daher, die so eine ganz eigene Form von Kabarettunterhaltung machten. Und die zudem auch noch richtig witzig waren. Egal, was Sie sonst machen, ja, können Sie bitte am Schluss, wenn Sie das gemacht haben, was Sie sonst machen, können Sie dann folgenden Satz sagen. Der Feminismus ist tot, es lebe die Frau, die Ehe ist tot, es lebe die Liebe. Ja, Gott, ja, kann ich nur, kann. Passen Sie, aber jetzt gehen Sie erstmal raus und dann sehen wir weiter. Okay. Ja, und los. Ah, aber nicht so forsche, Hildebrand. Ja, das suggeriert Dominanz und das könnte ganz nach hinten losgehen. Wir waren sehr erstaunt, dass er uns eingeladen hat, weil wir
nicht explizit politisches Kabarett gemacht haben. Und er sagte dann, nö, das wäre auch überhaupt nicht, das wäre überhaupt nicht Voraussetzung für die Sendung. Er würde auch kein politisches Kabarett machen. Nicht die Schultern so hängen lassen. Ja, also Softies sind schon lange out. Wenn Sie bitte Ihre Körperlichkeit nicht so betonen würden. Ja, dass Sie aber auch nicht so körperfeindlich rüberkommen. Und nicht den Körper der Frau zum Lustobjekt degradieren. Nein, nein. Und dennoch keine Lustfeindlichkeit signalisieren. Ja, am besten Sie huschen hinter das Rednerinnenpult. Ja, wenn Sie da erstmal sind, dann haben wir das Schlimmste hinter uns. Und dann geht's los. Ja. Meine Damen und Herren. Oh. Herr Hildebrand, ich bin enttäuscht. Meine Damen. Zu Besitz ergreifen, meine. Frauen. Wir haben uns dann mit ihm zusammen schöne Sachen ausgedacht, die, was mich so begeistert hat, war, dass er außerdem eine ungeheure Spielfreude hat. Also Spielfreude, das ist etwas, was wenige Kollegen besitzen und was dann alles so leicht macht. Am besten, Sie sagen nur das mit dem toten Feminismus und dazu die Faust. Nein, das mit der Faust, das mache ich nicht. Bitte? Nein, das kann ich nicht. Ja, Sie sind doch Künstler. Nein, das mache ich nicht. Gut, dann lassen Sie die Faust weg und winken Sie dazu. Das auf Karte. Ja, aber den Satz kann ich auch nicht sagen, der Feminismus ist tot. Stimmt. Bei ihm hört sich das irgendwie nicht an. Besser, er sagt nichts. Besser, er winkt nur. Winken Sie nur. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Der fehlt. Hildebrand fehlt. Es ist so selten, dass ein Mensch so klug und weise und trotzdem witzig, kopfschüttelnd, mit einer nachsichtigen Fassungslosigkeit über politische Zustände sprechen kann. Wenn man an Frauen denkt im Kabarett, dann waren das früher politische Frauen. Ursa Noack beispielsweise aus München von der Lach- und Schießgesellschaft oder aber auch Lore Lorenz vom Düsseldorfer Komödchen. Das waren dann wirklich Kabarettistinnen, die Politiker aufs Korn genommen haben, politische Inhalte. Da kommt plötzlich Gerburg, die nicht ideologisch gesteuert ist, die aber trotzdem was zu sagen hat, die viele Dinge aufs Korn nimmt und eine erstaunlich große Klappe hatte. Wir haben sexuelle Revolution gehabt, ja. Und ich habe bis zur physischen Erschöpfung mitgemacht. Also sexuelle Revolution. Die Jungen kämpfen doch für gar nichts mehr, höchstens für längere Akkulaufzeiten. Wir hatten lange Haare, also die Jungs, ne? Kurze Röcke, laute Musik, Drogen, alles. Aber doch nicht aus Spaß. Nein, wir haben gekämpft gegen die Gesellschaft und gegen unsere Eltern. Ja, leicht war's nicht, ne? Und die Jungen, die kämpfen ja jetzt heute gegen uns, indem sie uns unsere Computer nicht erklären. Wenn ich jetzt so zurückblicke, dann sehe ich doch eine gewisse Konsequenz in meiner Arbeit. Und das hat immer die ganze Zeit etwas mit Frauen zu tun gehabt. Also inhaltlich Frauenfiguren mit Frauen, also eine weibliche Version von Kabarett zu machen. Der Mensch an sich, also Mann und Frau, die sind ja so konzipiert, das sind zwar Einzelkämpfer mit sich überlagernden Interessen. Sich überlagern meine ich im wörtlichen Sinne, ne? Also ich rede über Fortpflanzung. So, pass auf, du kannst dich aber in einem Mehrfamilienhaus nicht fortpflanzen. Aber wenn, dann nur ganz leise. Ne, weil überall ist alles voller Rehgips und in den Türen die Cookies, ist klar. Und du kannst auch deinen Fortpflanzer an der Tür nicht in schicker Unterwäsche empfangen. Weil im Mehrfamilienhaus ist ja ab 19 Uhr unten alles verriegelt und verrammelt. Das heißt, du musst durch den Flur runterrennen. Ne? Und jetzt renn mal in schicker Unterwäsche, stell dich mal in Aufzug im Mehrfamilienhaus. Ne? Da ist aber Hallo, Dri, ne? Weil die ganzen Nachbarn, die sich nicht mehr fortpflanzen, und die auch vergessen haben, wie fortpflanzungsvorbereitende Maßnahmen gehen. Ne? Wenn sie stehen, dann stehen die ja hinterm Cookie und gucken. Ne? Man ist ja immer ein anderer Mensch als das, was man auf der Bühne präsentiert. Es sind immer Teile von einem da drin und andere aber auch gar nicht. Also es sind zwei Paar Schuhe. Ich hab ja einen Mann. Ja, der da bei mir zu Hause lebt. Also der wohnt ja, ich lebe, egal, ne? Totales Weichei, du. Der Schwager. Für mich ist es ja der Schwager. Jetzt hat er was Neues, jetzt kocht er.
Oh, ich habe gedacht, wir blieben davon verschont. Aber früher hat er das auch nicht gemacht. Ne? Wir haben uns ganz normal, gegen Abend hast du Pizzaservice angerufen, die 85, 42 mit viel Chili, ne? War der Abend gerettet. Jetzt steht der Mann am Herd, selber. Aber da musst du dich doch als Frau auch völlig neu, kommst in die Küche und denkst, hä? Was stimmt hier nicht? Das Feindbild Mann? Es bietet sich einfach an. Ich meine, jeder kennt's, jeder hat's zu Hause. Jeder kennt die Stärken und Schwächen von heterosexuellen Beziehungen. Und das auf den Punkt zu bringen, das macht natürlich immer Freude. Das ist ja alles Theater, was sie da macht. Also, das sind ja geschriebene Texte, das muss nicht mehr Realität übereinstimmen. Und das, sie mag die Männer schon sehr und besonders ihren eigenen. Nimmt er die Pfannen und dann, der schwenkt die so. Der nimmt beide, das ist so eine alte Western-Manier irgendwie. Ich habe nämlich bei uns in der Schublade, ich habe es noch nie selber benutzt, ich koche ja nicht. Ne? So, ich habe gesehen, wir haben so ein Ding aus Holz, damit könntest du das Gedöns in der Pfanne umlegen. Umlegen, da müsste den Jungs doch was sagen. Vor ein paar Jahren haben die alles umgelegt, was nicht bei drei auf dem Baum war. Ne? Ich glaube, dass Männer wahrscheinlich manchmal auch ein bisschen Angst haben, weil sie ja so viele Männerthemen hat und sagen und dann denken, oh Gott, was hat die denn für ein Bild von Männern? Die kluge Frau sagt zu ihrem Mann, Schatz, komm, wir gehen eine Woche wandern. Ja, zieh doch einfach an, worin du dich wohlfühlst. Ja, dann hat er nichts für am Kopf dabei und dann hat er nach einer Weile auf dem Loch oben hat er einen Sonnenbrand. Ne? Und dann heult er dir die ganze Nacht die Ohren voll. Es tut so weh. Es tut alles so weh. Es fordern ja welche ihr Geld zurück, wenn sie nicht ausreichend beleidigt worden sind. Ja, aber das ist gut. Das braucht der Mann. Der muss das spüren. Die meisten, die da sind, die schätzen sie einfach so für diese, ja, diese Herzenswärme und der Schalk im Nacken. Das ist ja auch so ein Schalk, ne? Den sie hat. Und das macht halt total sympathisch. Also nette Männer zum Beispiel sind oft hässlich. Bitte? Ich sagte, nette Männer sind oft hässlich, Herr Schroth. Vorsicht, Frau Jahnke, beim Thema hässlich, das ist dünnes Eis. Bitte? Sehr dünnes Eis. Sie wollen also sagen, ich sei hässlich? Nein, würde ich mich nie trauen, nein. Nun muss man ja sagen, dass Herr Schroth durchaus einen Kopf kleiner ist als ich, also wo sich die Frage der Dominanz, die muss ja ganz neu organisiert werden. Und das haben wir, glaube ich, die ganze Zeit gemacht. Wollen Sie also sagen, ich sei nicht nett? Also entschuldigen Sie bitte, jetzt kann ich Ihnen im Moment nicht mehr folgen. Ja, das glaube ich. Der Logik, Frau Jahnke, ist etwas, was bleibt, wenn alles gesagt ist. Ihr Pech ist, dass ich ein Mann bin, der sehr genau zuhört. Sie haben gesagt, Sie finden mich nicht hässlich. Ich zitiere Sie wörtlich, Sie würden sich nie trauen, Zitat Ende, mich hässlich zu nennen. Also finden Sie mich nicht nett. Da. Er bezieht es sofort auf sich. Ja, so sind die Jungs. Sie beziehen immer alles sofort auf sich. Ja, der Mittelpunkt der Welt. Ich. Ego, dein Name, sein Mann. Es war schon schön, das zu beobachten. Wie schafft der kleine Mann neben mir es jetzt, die Oberhand zu behalten? Okay, möchten Sie, dass ich es sehr ernst nehme? Möchten Sie es wirklich? Dann werden Sie sich so spitz und so unsachlich und werden Sie jetzt anfangen zu weinen. Herr Schroth, weinen können, das ist eine Fähigkeit, die ihr Männer erstmal wieder euch erarbeiten müsst. Ihr braucht ja Coachings, how to cry. Oh. So in so einer schnellen Abfolge, wer sagt was mit jemandem, mit dem man jetzt nicht ständig zusammenarbeitet, muss man sich doch sehr präzise auf den Text verständigen, sonst funktioniert das nicht. Männer und Frauen passen nicht zusammen. Jetzt nur mal so, Frau Jahnke, aus Interesse. Wo würden Sie mich denn einordnen in Ihrer kleinen Handtaschentypologie? Herr Schroth, ich glaube, Männer über 50 fallen aus dem Raster ganz. Ja, das glaube ich. Das letzte Wort war ein großes Thema. Wer hat das letzte Wort? Sie sind jetzt in dem Alter, in dem Sie zwar alle Antworten wissen, aber in dem Ihnen kein Mann mehr Fragen stellt. Also, was mich wahnsinnig gewundert hat, war der Auftritt bei 25 Jahre Knebel. Dass sie da als Lisbeth aufgetreten ist. Das hätte ich irgendwie nicht gedacht, weil Misfits haben sich 2005 getrennt. Und das war 2013, glaube ich, die Sendung. Und sie hat eigentlich die Nummern, die eindeutig zu Misfits, oder die Figuren, die ganz eindeutig zu Misfits, und Mata und Lisbeth nun mal eben auch das Paar schlechthin, dass sie das macht, da kann Uwe sich echt was drauf einbilden. Noch da gibt es doch nicht. Da ist doch. Da ist doch nicht. Warte mal. Mein Lisbeth. Herr Wert. Lisbeth, ich hab gedacht, du bist schon tot. Da ist noch alles dran. Hör mal. Ja. Wo hast du denn die Matte gelassen? Ah, komm mal her. Och. Sag mal, was ist? Hast du eine Pistole in der Tasche oder freust du dich? Nee, ich freue mich einfach so, ja. Ich fand es toll, dass Uwe das mit Gästen gemacht hat.
Und da hat er eine sehr, sehr kleine, illustre Auswahl getroffen. Und da waren wir dabei. Das, was natürlich eine Ehre ist, Frau Überall wollte nicht. Und ich habe gesagt, ja, ich komme auch alleine. Ja, ich war dann schon sehr gerührt, als die Gerburg dann auch als Lisbeth da aufgelaufen ist. Also auch zur großen Freude des Publikums. Die Leute waren ja völlig begeistert, die waren ja völlig aus dem Häuschen. Und das fand ich eine ganz große Geste. Ha, ne, Matta ist, die kann nicht. Die hat sich eine neue Waschmaschine gekauft. Ja, ne, das verstehe ich. Noch mehr Umdrehungen als die alte? Nee, die sitzt seit Wochen da drauf. Die machen ja nichts mehr, die neuen Waschmaschinen. Also, müssen wir ihr wieder eine alte besorgen, das... Richtig, ne? Diese 25 Jahre, das ist alles sehr nah an der Misfits-Geschichte. Das ist eine ähnliche Arbeit, eine ähnliche Herangehensweise und das mit einem Lokalpatriotismus verbunden, also dem Bekenntnis zum Ruhrgebiet, ohne die ewige Techtmeier-Wiederholung. Schätzchen! Soll ich mal sagen, wir, also Herbert und ich, ja, wir hätten ja fast damals, als wir, also es hat so viel nur gefehlt. Ja, mein Gott, ich war jung und brauchte das Geld. Ja, das stimmt. Also. Nee. Mit so viel gefehlt meine ich auch nicht bei Knebel, sondern so zwischen uns. Ne? Ja. Eigentlich Lisbeth und Knebel, diese sind ja die beiden Figuren, die diese Beziehung hatten. Und dann habe ich irgendwann gedacht, es ist konsequent, wenn ich als Lisbeth dahin komme. Also aus den alten Zeiten eben. Und insofern habe ich sie noch mal aus dem Grab geholt, entstaubt. Madels, warum lassen wir die Jungs bei uns wohnen? Das ist doch Quatsch. Ja, 6 kann es doch nicht sein. Ich kenne ältere Pärchen, die machen nur noch diesen ausgefallenen 6. Ne? Montag ausgefallen, Dienstag ausgefallen. Und es hat totalen Spaß gemacht. Also es war so wie, zieh den Mantel an, zieh die Schuhe an, duff. So, alles wieder da. Mir ist auch das Gesicht entgleist sofort wieder. Und das war so wie auf Knopfdruck. Wenn du einmal im Jahr einen Rohrbruch hast. Ja. Da kommt der Sanitärfachmann. So einen jungen, schön gebauten, ne? Und der legt das Rohr neu. Nachdem er die Spinnenweben weggemacht hat. Ich glaube schon, dass wir beide, auch wenn unsere Bekanntschaft, Freundschaft nicht immer ganz einfach war, aber ich glaube schon, dass wir beide einen sehr großen Respekt voneinander haben und uns auch gegenseitig sehr schätzen. Entschuldigen Sie bitte, sind Sie Frau Hennermann? Nee. Nicht, ich habe es mir auch schon fast gedacht. Ja, das spricht erst mal für Sie. Ja. Danke, Sie sehen auch gar nicht aus wie Frau Hennermann, wissen Sie? Ja, ja. Also so gesehen habe ich Frau Hennermann auch noch gar nicht gesehen, wissen Sie? Ich irre hier seit einer halben Stunde in dem Baumarkt rum und keiner kümmert sich um mich. Die lassen mich ganz alleine. Aber das kenne ich von früher. Meine Mutter hat mich auch immer ganz alleine gelassen als Kind. Ach, und dann habe ich immer Angina Pector ins Gefängnis. Der Knebel war im Prinzip ein Kunde im Baumarkt, der eine Mutter für sein Rohr gesucht hat. Und Gerburg war auch eine Kundin, deren Schüssel suppte und die mich dann aber für einen Verkäufer hielt. Und ja, da hat sich so eine ganz verquere Geschichte daraus ergeben, mit einer eindeutigen sexuellen Anzüglichkeit. Wenn ich mich auf die Schüssel setze, dann geht das ja alles ins Rohr, ne? Ja, ja. Aber im Moment, da suppt das richtig durch und das läuft alles in das Fell vom Vorleger. Ja. Mal Schätzchen, das ist ja ganz gut und schön, was du mir hier erzählst. Aber was soll ich denn sagen, hä? Was ist das denn? Ja, mein Rohr! Ist das ab? Nee, da fehlt die Mutter für. Das Finale war dann, gehen wir zu dir oder gehen wir zu mir. Ja, was für einen Knebel ja sehr ungewöhnlich war. Der Knebel ist ja eigentlich eher so eine treue Seele. Ne? Der hängt ja seiner Guste nach. Aber andererseits hat der Knebel dann auch nicht so den Anspruch, dass alles so hundertprozentig korrekt sein muss. Der kann dann aus seiner Biografie auch ruhig mal ausbrechen. Ja, Fräulein Gabi. Gabi, Herbert. Gabi. Herbert. Da glaubt mir kein Schwein. Nein, mir auch nicht. Gehen wir jetzt zu Sie, oder? Ja, kommt drauf an, wer es nötiger hat. Also, bei mir suppt es ja schon durch. Boah, da kriegen wir schon abgedichtet. Ja, sollen Sie mal sehen, ne? Ich würde gerne mit dem Uwe, das habe ich ihm auch schon mal gesagt, ein Zwei-Personen-Stück machen. Vielleicht habe ich ihn, also im Moment will er es noch nicht.
Lass ihn mal noch ein bisschen älter werden. Ich werde mit meinem Antrag immer wieder auf ihn zukommen, bis er endlich ja sagt, bis ich ihn mürbe geredet habe. Ja, ich fände das, ich schätze den Uwe sehr auf der Bühne und also als Spieler. Ja, wenn ich dich mich so bedienen sehe, also, ja, da könnte ich auch noch mal schwach werden auf meine alten Tage. Du, also. Aha, was haben wir ein Glück, dass du zu Hause schon eine hast, die dich bedient. Ne? Ja, aber komm, die Guste, das ist lange nicht so eine Professionelle wie du, ne? Also. Also komm mal. Man darf bei Gerbock immer auf was Neues gespannt sein. Und die Sachen sind eines immer von hohem Unterhaltungswert, aber es ist nie nur Blabla. Ich lese quasi gerade einen Artikel über das Matriarchat. Oh, Matriarchat, da kenne ich mich aus. Das ist mein Spezialthema, weißt du. Das ist also, wenn Frauen, weißt du, in Lack und Leder sind und dann, weißt du, dann mit der Peitsche geht das so, zitter, immer auf den nackten Popo drauf. Hermann, nein, das siehst du vollkommen falsch, Hermann. Wieso? Was? Matriarchat ist da, wo die Frauen nur Frauen lieben. Und die Männer müssen immer nur zugucken. Das ist auch nicht schlecht, sowas. Ich glaube, Sie sind ganz nah dran. Ich meine, Matriarchat wäre, wenn sich die Männer gegenseitig auf den Popo hauen und die Frauen müssen zugucken. Das wusste ich gar nicht. Ich mag den Humor der beiden gut leiden. Also dieses, sagen wir mal, das Rheinische liegt mir persönlich nicht so, weil im Ruhrgebiet hast du ein differenziertes Verhältnis zum Rheinland. Da ist das Kölsch! Nein. Nein, ist nur Oberhausen hier. Das ist. Also entweder trinke ich Bier oder nicht. Und taucht bei mir Kölsch nicht auf in dieser Frage. Also, Entschuldigung. Ich mache Ihre Abrechnung hier, ja? Oh. Sagen Sie mal, meine Herren, kann das sein, dass wenn Sie beide eins und eins zusammenzählen, dass Sie immer noch sehr gespannt sind, was da wohl rauskommt? Ich war gerne da die Thekenschlampe, weil. Die Jungs haben mich mit großer, sehr zuvorkommend behandelt. Liebes Fräulein Janke, wären Sie ein Kaninchen, also ein Jankinchen sozusagen, und Sie hoppelten über die A46 zwischen Hilden und Hahn, ich würde Sie nicht überfahren. So eine Schürze macht eine gute Figur. Ich war echt dankbar. Das sind diese riesenlangen Schürzen, die trägt man hier direkt auf der römischen Taillenlinie und dann können die hinten... Hast du auf einmal, also, Bombenfigur. Und dann war auch die Frage, was trage ich drunter? Die war so irrelevant, wo ich auch sehr dankbar war, weil diese Anziehorgien fürs Fernsehen, die gehen mir so weit von auf den Wecker. Die Frisuren haben ja ständig gewechselt, die Haarfarben haben gewechselt. Man hat ja Sachen angezogen, das glaubt man ja gar nicht mehr. Ich weiß jetzt gar nicht, ob sie sich so verändert hat, aber ich finde, dass Gerbuck jetzt so gut aussieht, wie, also besser aussieht als mit 20. Ich habe mir auch direkt was zum Anziehen gekauft für da oben. Und zwar einen weißen Hosenanzug. Wunderschön, ja. So. Damit auch der Herrgott da oben klar weiß, wer im Himmel dann die Hosen anhat, oder was? Ich merke schon, Herr Fritz, Sie haben keine Ahnung. Also als Frau da oben sollte man keine Röcke oder Kleider anziehen. Weil wenn man hier von so unten so raufguckt in einer sternklaren Nacht und wenn man ganz fest dran glaubt, dann guckt man quasi ins Allerheiligste. Sind viele schöne Geschichten entstanden, die ich dann hinterher auch weiterentwickelt habe. Also so eine Geschichte hat ja immer so eine Grund, so eine Urform und dann entwickelt die sich. Also was ich am Papst gut finde, sind die Schuhe. Sind das schon mal aufgefallen? Der trägt Prada-Schuhe in Rot. Also die hätte ich auch gerne. Rote Prada-Schuhe. Ich weiß nicht, ob der jetzt mit Stöckel anhat oder ich denke eher flach, ne? Einige Geschichten haben es bis in die Ladies Neid geschafft, also in weiterentwickelter Form. Ich habe mir neue Schuhe gekauft, wenn ich das mal eben zum... da. Die Jungs, die da waren, waren auch direkt sehr viel aufmerksamer, muss ich sagen. Also, da habe ich gedacht, guck mal, so einfach ist das. Er muss ein paar hohe Schuhe anziehen und zack, hast du auch inhaltlich die Aufmerksamkeit der Herren. In so einem Schuh kann ein Fuß nicht abrollen. Die Schuhe sind nicht, der rollt nicht mehr ab, also wird der Fuß komatös. Der stirbt ab bis weit übers Knie. Also das ist alles, das hört alles auf zu leben, weil die ganze Arbeit macht die Hüfte.
Die zieht das tote Bein hinter sich her. Oder die andere. Und dadurch entsteht hinten eine Bewegung und darauf stehen Männer. Und nachdem sie das erste Mal ein Kleid in der Ladies' Night anhatte und danach die Quoten extrem nach oben gegangen sind und die Redakteurin dann gesagt hat, ja, das ist, also mit dem Kleid ist auch super und so. Gut, wenn es gut ist für die Quote, ziehe ich auch ein Kleid an. Also ich meine, man wird ja auch stilsicherer im Alter so. Oder wenn man älter wird. Wenn ich jetzt die ganzen auch Ausschnitte von vor 10, 15, 20 Jahren sehe. Ich hatte sowas sehr Aufwendiges an. So ein Kostüm, was so ein bisschen wie ein kaputtes Testbild aussah. Frau Jahnke, dieses Kostüm, dieses Design, ja. Frage ich mich, steht da draußen jetzt ein alter Trabant ohne Sitzbezüge rum oder was? Jetzt ist das Retro oder was? Ja, ja, klar. Fährt ja auch wieder Trabi und findet das geil. Ja, ich war ein echter Hingucker. Also damals fand ich's hip. Heute würde ich es wahrscheinlich nicht nochmal anziehen. Ich beschäftige mich ja seit Jahren. Seit Jahren beschäftige ich mich mit Body Mass Index. Ich bin nur noch am Rechnen. Body Mass Index, das ist irgendwie Größe mal Größe durch Kilo. Oder Kilo durch Größe mal was anderes. Oder Anzahl deiner Orgasmen in einer Woche durch das Alter deiner Liebhaber oder so. So, wenn 25 rauskommt, bist du dick. Hören Sie auf zu rechnen, es kommt immer 25 raus. Da hat sie doch auch eine Nummer irgendwie. Das ist die Größe 38, 40, 42 und die Hoffnung stirbt zuletzt. Nee, wissen Sie was? Ich kaufe mir 3 Schränke. Einen für die 38er, einen für die 40er, einen für das, was ich jeden Tag habe. Und das teile ich nochmal auf in 42 und den Rest. Die Klamotten werden ja über Nacht auch, schrumpfen die ja auch. Das ist ja immer das große Problem. Ne? Ich schleppe jetzt seit 5 Umzügen diese 38er-Sachen mit mir rum. Also die Klamotten in Größe 38. Ne? Aber ich schaffe es einfach nicht, die wegzuschmeißen. Obwohl, man kann sich kaum noch vorstellen, dass man da mal reingepasst hat. Aber wenn ich die jetzt wegschmeißen würde, dann wäre ja so, als hätte ich mir den Weg zurück zum 38 haben, als hätte ich mir den für immer versperrt. Es ist immer gut, wenn die Leute sich wiederfinden in dem, was sie sehen. Wenn sie sagen, ja, die ist ja auch ganz normal. Die ist ja auch nicht anders als wir. Das ist, deswegen sind so Themen gut. Nur viele haben Schlupfleder. Ihr merkt das ja gar nicht, ne? Nur wenn abends die Deckel so zufallen. Das sind oft Schlupfleder. Ja, Älterwerden war immer ein Thema. Also wir haben, glaube ich, das erste Programm übers Älterwerden gemacht, als wir 30 geworden sind. Und haben angefangen, uns zu beschweren. Ihr glaubt gar nicht, im Fernsehen, in diesem jetzt hier Fernsehen, ne, wie viele berühmte Schauspielerinnen oder Moderatorinnen oder auch Gästinnen in Talkshows sich einfach mal für einen Abend kleben lassen. Und falls du Aras, wird das dann hinterher da drüber gelegt. Das war eine super Aktion, weil auch die Maskenbildnerin aus dem WDR, die Frau Witt, so wunderbar mitgemacht hat, weil die hatte mir das erzählt, dass es das gibt. Also, dass Frauen sich in Talkshows oder für Großaufnahmen kleben lassen. Und dann wollte ich das unbedingt wissen. Und dann haben wir das halt live gemacht. Und das Gesicht, was dann entsteht, das war so, das war ich, aber anders. Ah, ja, ich sehe schon, ich sehe was, ja, super. Geil. Man kann es auch tackern lassen. Genau so geht das, ja. Ja, so, ich habe schon Augen, sehe ich gerade. Geil. Ja, nur wenn in 2 Monaten ungefähr gehen die Tackernadeln raus und dann fällt dir das Gesicht aus dem Gesicht. Es wurde ein bisschen bewegungslos, ne, weil ja bestimmte Sachen nicht mehr gehen. Also du hast die Augen kaum zugekriegt. Du hast auch die Lippen kaum, also lächeln war schwierig. Falten sind ja gelebte Tage. Ich kann gar nicht mehr lächeln, merke ich gerade. Ja, jetzt haben manche Frauen zwar Tage, aber nicht gelebt. Nein, das gibt auch Falten. Das kann der Arzt wegmachen, aber davon werden die Tage nicht besser. Es war so ekelig. Das ist gut, ja, geil. Super. Macht ihr auch Brüste? Kann man auch kleben. Höher kleben. Ah, ich bleib mal ganz still sitzen. Das sind ja Bänder, die hinten zusammen... Ne, es zieht dir die Ohren nach auf den Hinterkopf. Na, erkennt ihr mich schon? Denn man kann die Augen sogar aufmachen. Also, man kann ja sogar sprechen. Hätte ich nicht gedacht. Fehlt noch was? Ah, so ein Ding.
Ja, ich nehme mal das mit Zucker. So, Quatsch. Fertig. Die Aktion hat ja, ich weiß nicht, 3 Minuten gedauert. Dann war ich fertig geklebt. Und die Leute kriegen die Verwandlung ja mit. Und trotzdem ist das Ergebnis ist so erschreckend und so eindeutig, weil ich sah plötzlich aus wie alle diese Frauen, die man kennt, die so ein Gesicht haben. Das Gesicht kam einem sehr bekannt vor. Die Gerburg ist schon eitel. Aber ich finde es auch nicht schlimm. Ich finde, Eitelkeit ist keine unbedingt schlechte Charaktereigenschaft. Selbst so ein Typ wie der Knebel ist ja auch ein bisschen eitel. Also das kann mir keiner erzählen. Wenn man auf der Bühne steht oder vor der Kamera steht, da hat man dann sagt, mir ist alles egal. Natürlich. Und Frauen sind dann auch immer noch ein bisschen eitler als Männer. Hallo, ich fahre morgens zur Arbeit, also nach Köln. Und was sehe ich am Buchladen? Hier, guck, der aktuelle Playboy, Ladies Night. Da habe ich gedacht, hör mal, hat der liebe Gott mir doch wieder ein Zeichen gegeben. Und dann habe ich die mitgenommen. Und das war ganz schön, weil an dem Abend war Anka Zink da und noch andere Damen, also die figürlich jetzt nicht so in die Playboy-Geschichte reinpassen. Und dann habe ich uns dann auf der Titelseite des Playboys gesehen. Und das, ne, das Blonde, das bin ich. Die haben ein bisschen an meiner Frisur gemacht, aber sonst, also es sind sehr ästhetische Fotos, sehr künstlerisch. Ich war die Blonde, das war doch klar. Die anderen, das sind Gästinnen von mir. Geil, ne? Ladies Night im Playboy. Mein Gott, Playboy. Ja, ich bin sehr stolz auf meine Schwester. Ja. Ich finde, was sie macht und was sie tut und den Weg, den sie bis jetzt gegangen ist, und das ist ja auch noch lange nicht vorbei, finde ich schon ziemlich großartig. Ich habe letztens hab ich gesehen, da hatte Frau Merkel, das interessiert mich ja dann auch, hatte eine Marlene-Dietrich-Hose an. Ne? Das sind diese Hosen, 2 Röcke und dann hier oben tun die so wie eine Hose. Das fand ich sehr mutig. Ja, ich fand, das war das Mutigste, was sie in den letzten 8 Jahren so gemacht hat. Ne? Weil wenn der Wind in die Hose fährt, damit meine ich keinen Furz. Ich meine, dann malt sich das Bein in der Hose ab. Ne? Da muss man auch ein Bein haben, was dem Abmalen standhalten kann. Das war wieder so eine Geschichte, wo sich für mich so diese Mischung, so, also das, was ich kann, was ich auch authentisch vertreten kann und was trotzdem eine Meinung ist. Dieses Lied über Angela Merkel zum Beispiel, das hat ja einen ganz anderen Touch. Dass einfach mal Angela Merkel als Frau und nicht als Politikerin. Hör mal, liebe Angela, geh doch mal mit mir aus. Warum nicht einfach mal du und ich so schön zusammen raus? Hast du nicht irgendwann mal frei? Was willst denn da so blöd zu Haus? Hör mal, was machst du denn nach so einem Kanzlerinnentag? Die ganze Zeit sitzen und reden und pokern um die Macht. Der Arsch wird nicht schöner, wenn man immer nur drauf sitzt, bis tief in die Nacht. Das hat mir so einen Spaß gemacht, weil ich habe an diesem Text habe ich so lange gearbeitet. Weil natürlich war meine Intention, war erstmal, ich schreibe jetzt mal ein politisches Lied, geil. Ne? Und dann habe ich gemerkt, nein, das interessiert mich selber alles auch gar nicht. Es interessiert mich nicht, das nochmal wieder zu coinen, was ich von etlichen männlichen Kollegen alles schon gehört habe. Wir könnten mal quatschen, was Privates, nix über CDU. Hast du die Wellen, die schweren Beine nimmst du auch so doll zu? Und diese 3 Knöpfe an deinen Jacken, hör mal, das bist doch nicht du. Das Kleid in Bayreuth fand ich persönlich ziemlich cool. Bis auf die Schuhe. Und dann ist es so ein Lied geworden, das ist so zwischen politisch und privat. Es ist so zwischen, du musst doch auch Momente haben, wo du gerne mal, ne, mit Freundinnen reden würdest. Oder telefonierst du nachts heimlich mit Sarkozy?
Das darf der Joachim nicht wissen, der verstand sowas noch nie. Und wenn sie dann dran geht, die dünne Schnepfe, diese Carla Bruni, denkst du dann, warum nicht ich, warum die? Dann eben auch sie als Enttäuschung, als Politikerin. So, und das ist alles in das Lied reingekommen und das hat mich dann total gefreut, dass das so rund geworden ist. Vor 8 Jahren, da habe ich mich echt gefreut, da habe ich gedacht, endlich mal eine Frau. Und dann bist das du. Die hat ja ihre ganz eigene Art zu singen und mit dieser ganz eigene, also ganz besondere Stimme, die einfach super zu den Songs passt, die sie singt. Frauen haben mit Sicherheit eine andere Sichtweise auf die Dinge als Männer. Schon allein aufgrund der Tatsache, dass sie Frauen sind, eine andere Sozialisation erfahren haben als Männer. Ich habe heimlich ferngesehen. Heimlich? Ja, sonst hält ja immer meine Frau Mutter die Fernbedienung in der Hand. Ja, natürlich! Aber gestern Nacht, als ich ihr Schnarchen vernahm, bin ich heimlich ins Fernsehzimmer geschlichen. Etwa hat sie Wagen, sich aber auch Dinge! Ich fand dieses Duo so überraschend, so neu, so witzig und auch vor allen Dingen auch so intelligent, dass ich von da an bekennender Fan bin. Ich habe nach einem Kanal meiner Wahl gesucht. Und? Es gibt 3. So viele? 3 Kanäle meiner Wahl. Und ich habe sie alle geguckt bis zum Morgengrauen. Und das war ein Gefühl von Freiheit, Freiheit. Ich glaube, es hatte was mit diesem Muttersöhnchen zu tun. Also, weil ja unsere Frau Mütter, also beide, ja doch sehr dominante Personen waren. Und das definierte sich, glaube ich, daher. Und ich sage heute noch zu meiner Mutter, Frau Mutter, wenn ich über sie spreche. Oder manchmal auch streng sein möchte mit ihr. Wenn Sie es erlauben, Theophil, ja, dann würde ich gerne mit einem Wort von einem Kanal meiner Wahl eröffnen. Ja, bitte. Ja, und zwar mit dem Wort ficken, Theophil, ficken. Ficken, ficken. Fassen Sie sich, teurer Freund. Ist ja nur ficken. Ficken. Übrigens mit CK, das war mir neu. Ficken, da. Ficken, 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 ficken. Ja. Sicher. Kenn ich, kenn ich auch. Aber auch mit CK. Und diese beiden Schlaupisser zu kreieren, das hat sehr viel Spaß gemacht. Und diese üblichen Streitereien beim Scrabble, ne? Gibt's das Wort? Eckart, ich lege Kunilingus. Na? Oi, 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 oi. Oi, das. Das ist noch schöner als ficken. Das, ja. Ja. Und länger, Eckart. Ja. Und länger. Diese unglaubliche Komik und Direktheit mit dem Publikum. Und ja, also Misfits ist einfach Kult und hat mich mein Leben begleitet, also die Jahre, die es die gab. Die waren einfach einzig. Da gab es nichts, was drüber ging. Das war das beste Frauenkabarett. Also für mich, und Frauenkabarett klingt jetzt schon ein bisschen so wieder wie so eine kleine, eben, naja, die Frauen und ihr Kabarett halt, das meine ich überhaupt nicht. Das war für mich das beste Kabarett. Steffi und ich sind sowohl als Mathe und Lisbeth aufgetreten, aber auch in 2 Rollen, die für uns geschrieben worden sind. Und das hat Spaß gemacht, weil mit diesen ganzen Ruhrgebiets Kollegen und Kolleginnen unterwegs zu sein, das war Rock'n'Roll auf Ruhrgebiet, ja. Das Tanzen hat zwischen uns gut funktioniert, ja. Er beeindruckt mich auch, aber nicht unbedingt beim Rock'n'Roll-Tanzen. Beide sehr steif und ungelenk. In der Ruhr-Revue gab es so eine Szene, die auch so ein bisschen unser Verhältnis, weil wir privat miteinander hatten, so ein bisschen wiedergespiegelt hat. Lieschen, da sagst du mal was stimmt. Sag nicht Lieschen zu mir. Ja, ist in Ordnung, Lieschen. Lieschen, weil er wusste, das ärgert mich total. Da habe ich auf der Bühne immer geschluckt und habe gedacht, wo ist dem sein Schienbein? Lieschen, ja, das hat er extra gemacht. Oh, Lieschen! Sag
nicht, lies denn zu mir. Ja, komm, ist in jetzt Ordnung. Streitet euch doch nicht. Knebel hat sich dann so zum Regisseur aufgeschwungen. Kam dann auch mit so einem Regiestuhl an, hat sich da hingesetzt und dann war das immer so, dass gerade Lisbeth dem Knebel ständig in die Parade gefahren ist. Hör mal, Knebel, halt den Ball mal ganz flach, ja? Ja, 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 halt, pass auf, ich mach dir das mal vor. Ja, ist gut. Pass auf, wie gesagt, du gehst also in eine Bude rein. Ja, Knebel, gibt das heute noch mal mit deinem Vorschlag? Ja, und dann... Ja, und dann war die Gerburg auch nicht fies davor, so eine Szene zu spielen, wo sie dann auf so eine Leiter gestiegen ist. So, Lieschen, rauf, da geht's. Die wackelt. Die, wo wackelt die denn? Mann! Aber Knebel, die wird immer höher. Ja, das bleibt meine Leiter nicht aus. Ach so. Sag mal, was machst du eigentlich zu Hause beim Fensterputzen? Hast du da Trampolins vor der Fensterscheiben oder was? Ich finde, Fensterputzen ist Männerarbeit. Ja, 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 Quatsch und nicht. So. Ich fand, das war ein Stunt. Also nur, ich musste den selber machen. Das, und dabei auch noch mit Würde. Mit Recht zuerst, ja? Ja, und möglichst direkt mit deiner Singerei. Dann ja. Krieg ich auch gleichzeitig einen Eindruck von deinem Ausdruck. Ja. Jetzt kommt die Ruhe. Ja, so was gab's noch mehr nie. Mehr Las Vegas. Mehr was? Ja, mehr Las Vegas. Du siehst so aus wie ein Maikäfer von einem Gepickmarsch. Meine persönliche Höhenwahrnehmung lag bei ungefähr 20 Meter, also gefühlt. Und da oben wird die Luft dünn, das wissen die wenigsten. Lieschen, da muss mehr Las Vegas rein. Die in Las Vegas, die haben da irgendwie mehr Stil drin. Ey, Knebel, leck mich mit deinem Stil, ja? Die in Las Vegas, die müssen dann auch nicht auf so eine Hühnerleiter machen. Ach, das dürfen die überhaupt nicht. Ich saß da unten als Regisseur und guckte dann hoch und guckte ihr natürlich unter den Rock. Ja, so was gab's noch. Glaubst du, was man sich als Regisseur alles angucken muss? Das waren dann Szenen, die besonders viel Spaß gemacht hatten, weil wir dann da auf der Bühne auch so ganz oft unter Stückvorgabe natürlich so aneinander geraten sind. Aber so ein bisschen hat das auch unser Verhältnis wieder gespiegelt. Aber ob ich mit den Knebel hier eine Show abziehen will, das weiß ich noch lange mein nicht. Mein Gott, es geht doch hier um die höhere Sache als Prinzip vom Ziel. Da müsst ihr mal eure Animositäten hinten anstellen und über euren kleinlichen Schatten springen. Sag mal, hat er gerade kleinlich gesagt? Ja, ja, da habt ihr gut hingehört. Ja, ja. Dann habt ihr eben nur einen Schatten ohne kleinlich. Kommt ihr gleich darüber los? Knebel, mach die Beine. Oh, doch, ab damit die Knüppel. Als Teamplayerin ist die Gerburg sehr, sehr schwierig, aber auch unverzichtbar. Weil die Gerburg wirklich so einen sehr guten Blick aufs Ganze hat, wo sich eventuell Türen für Sackgassen auftun. Und da kann sie dann auch sehr beharrlich sein. Und dann kann man mit ihr auch wunderbare Machtkämpfe ausfechten. Aber letzten Endes ist es dann nicht so, dass das in Feindschaft endet. Jetzt kommt die Ja, sowas gab's noch nie. Wir zeigen alles anderem. Was ne Hake ist, so knallt kein Musical und auch kein Opernhaus. Und auf der Holiday on Ice sieht nicht gut aus. Der hat immer Themen berührt, welche die Leute Angst hatten oder haben. Tod. Was ist Tod? Der hat Sketch gemacht, Film gemacht, da kann man lachen, aber Bestattungsinstitut und so weiter. Der hat ihm wieder einen Mut zu zeigen, wie man so umgehen kann mit solchen Sachen, schwierige Sachen, traurige Sachen für jeden Mensch. Mein Gott, meine Schwester, zu blöd, den Sarg da reinzuschieben. Du musst einfach nur drücken. Ich drück doch. Komm, lass mich mal. Der Tod ist kein Beinbruch. Also zwei sehr unterschiedliche Schwestern ein Bestattungsinstitut erben zu lassen und dann zu sehen, wie sie damit zurechtkommen. Da, so einfach ist das. Klappe zu, Affe tot.
Ja, Affe tot, das sagt man so. Das ist so ein Sprichwort, so wie Morgenstund hat Gold im Mund. Ja. Ich meine, ich wollte damit natürlich nicht sagen, dass Ihr Onkel irgendwie ein Affe ist. Ein Affe war. Nein. Wir haben glücklicherweise im Ruhrgebiet gedreht. Was auch, ich meine, heute, jetzt seit Jahren drehen alle im Ruhrgebiet, weil es so hip ist. Aber damals war es nicht unbedingt üblich. Ein Familienhaus mit integriertem Bestattungsinstitut. Baujahr 1954, 130 Quadratmeter. Baustil Oberhausener Realismus. Die meiste Komik entstand durch diese extremen Gegensätze. Tod. Tod, Bestattung, ein Tabuthema damals noch. Ich habe die Journalisten aus der Pathologie für morgen eingeladen. Was? Warum? Ein paar Artikel, ein paar Fotos. Fotos? Was soll denn da drauf sein? Naja, die Leiche, ich. Das war die eine große Humorschiene, also durch diese Spannung. Und die andere bestand in der Gegensätzlichkeit dieser beiden Schwestern. Er ist so geil und zäh wie Leder, er ist am ganzen Körper hart. Wenn er nicht tot wäre, ja, dann wäre er endlich der Mann, auf den ich wart, auf den ich wart. Was gibt das denn, wenn das fertig ist? Ja, was schon? Mein Lied für die Beerdigung. Ich hab dir gesagt, es gibt kein Lied. Und schon mal gar nicht so eins. Wie meinst du so eins? Mimi, bei einer Beerdigung will niemand was über dein Sexualleben hören. Ich könnte ja die Zeile mit dem Ständer weglassen. Und solche Themen in Polen, das ist selten, die waren selten auf dem Tisch. Die Themen Sexualität ist gleichwertig wie andere, wie Politik, wie Arbeit, wie Kinder, wie Sehnsucht. Deswegen ist das Mut, Mut, Mut. Da gab es keine Berührungsängste. Ich habe, als ich Kunst studiert habe, wir haben in der Pathologie gezeichnet. Das heißt, wir haben uns die halb präparierten Leichen, die seit 6 Wochen in einem Formalin, in einer Blondierungsflüssigkeit quasi lagen und aufgedunsen waren und so. Ich hatte damit kein Problem. Du drehst dich zuerst um. Oh, guck mal, Mimi. Guck doch mal. Ja, ich guck ja. Interessanter Schrank. Ne, hier, der Tote. Ist er antik? So wat von friedlich. Jetzt guck doch mal. Es ging letzten Endes um Komödie. Das war kein Sex mehr. Wir haben letzte Nacht das Kamasutra neu definiert. Aber mit dem Typen kannst du doch nicht einen intelligenten Satz wechseln. Ich will auch nicht mit dem wechseln, ich will mit dem poppen. Ich verstehe dich nicht. Wenn du nur Sex willst, warum nimmst du da nicht einfach einen Vibrator? Weil mir ein Vibrator danach keine Flipper anbietet. Mein Gott, Hilde, was passt dir denn jetzt schon wieder nicht? Gerburg kann auch, übrigens auch wenn die Kamera aus ist, herrlich ordinär sein, nochmal so richtig auf die Trumm hauen, wir hier sagen. Aber das hat nie diese geschmäcklerische Herrenwitz-Attitüde. Das ist bei ihr nie vorgekommen, ich habe es nie erlebt und das finde ich gut, das zeichnet sie aus. Findest du das nicht wichtig, dass ein Mann auch reden kann über Kultur, Politik? Hildchen, meine bescheidene Erfahrung sagt mir, dass die weibliche Orgasmusfähigkeit deutlich sinkt, wenn man beim Sex über Politik redet. Das hatte auch so eine Ruhrgebietsseele, die sich da äußerte. Es war alles sehr, sehr bodenständig und gleichzeitig hatte es eine wunderschöne Melancholie. Alle Tage immer wieder arbeiten für Hungerlohn. Müdigkeit senkt auch wieder unter Tage, welche frohen. Was da in der letzten Folge gesungen wurde am Grab, das ist ja wirklich ein altes Bergarbeitergedicht. Und das ist genau wie das Steigerlied, das Glückauflied. Das ist eine Mischung aus Tod und Leben. Reiche Seelen, keine Armen, Habgier macht sie taub und blind. Arme fehlen, habt Erbarmen, weil wir alle Menschen sind. Also als die Misfits sich getrennt haben und die Gerburg dann alleine unterwegs war, da habe ich auch gedacht, mal gucken. Ich finde, das hat die Gerburg echt großartig gemacht. Gerburg hat die ganze Zeit schon darauf hingearbeitet, was ist danach, und hat Regiearbeiten angenommen.
Dab. Ich komme immer, wenn der Leuchtkegel da ist. Deswegen. Okay, also es ist 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das ist wirklich okay? Wir haben schon eine sehr spezielle Ruhrgebietsversion erarbeitet. Von ganz oder gar nicht. Die jetzt tatsächlich seit 9 Jahren, fast 9 Jahren hier im Ebertbad läuft. Die Geschichte spielt in Sheffield. Die Stadt ist ähnlich wie Oberhausen eine Bergarbeiterstadt, eine Stahlstadt. Und damit sind die Stahlarbeiter und Bergleute arbeitslos. Das Arbeitsamt kann da auch nicht weiterhelfen. Und dann beschließen die Jungs eben, weil sie einen Auftritt der Chippendales sehen, dass sie auch ihren Arsch für viel Geld nackig machen wollen. Und das ist die Geschichte. Und die passt ins Ruhrgebiet wie gespuckt. Also ich habe einen Anruf bekommen von meiner Agentur, dass Frau Janke Wechseljahre-Revue machen wird. Und dann dachte ich, super, ich lerne die jetzt endlich mal kennen. Ich war schon immer sehr begeistert von den Misfits natürlich. Und wenn eine Regisseurin, dann ist sie die Richtige. Doris! Ja? Was zuppelst du denn da? Was? Was du zuppelst? Ach, alles in Ordnung. Mein Gott, dann setzen Sie sich doch hin. Sie machen einen ja ganz nervös, Herrgott. Ja, natürlich. Mensch, meine Einlage ist verknüttelt. Heiße Zeiten war ein Angebot des St. Pauli Theaters. Die schickten mir das Stück. Und ich war sehr angenehm überrascht, weil es ist von einem jungen Mann aus Berlin geschrieben worden. Und es war, was das Thema Wechseljahre angeht, sehr auf den Punkt und sehr witzig und sehr aktuell. Es ist gar nicht lange her, da träumte ich von mir, da kam eine Welle. Ich trieb in ihr ganz leicht und mir war ganz warm und weich diese Welle. Noch so, was die Welle da macht. Da bin ich plötzlich aufgewacht. Kerzengerade saß ich da und auf einmal war mir klar, ich hab ne Welle. Mir gefällt an der Arbeit. Frau Janke taucht auf mit einer unglaublichen Energie, ist eine sehr gut vorbereitete Regisseurin, hat ihr Stück im Kopf, lässt einem trotzdem viel Raum für Spontanität. Aber was ganz wunderschön aussieht, wenn du dich richtig in den Schwanz reinkuschelst, der ist so rosa, du bist so rosa und du machst einmal so eine... Und wann machst du das mit den Eiern wuscheln? Es ist einmal Eierwuscheln, das hatten wir mal. Diese 50 Shades-Geschichte, die heißt ja jetzt 49,5 Shades, weil wir die Rechte an der 50 nicht gekriegt haben. Das war eine sehr komplizierte Arbeit, weil es ist kein Musical, es ist aber irgendwie wie ein Musical, es ist eine Parodie, es ist Comedy. Fickt alle mit. Wir machen im Prinzip eine Extremkomödie daraus, Parodie, wenn du so willst. Und das war eine Gratwanderung in jeder Beziehung. Man bekommt immer als Schauspielerin sehr viel Lob für Drama, aber die Königsklasse ist wirklich die Komödie. Das heißt, Timing, Pointen setzen. Und da ist Gerburg natürlich durch ihre kabarettistische Erfahrung brillant. Öffne das Buch an einem ruhigen Platz. Fühl mal da drüber, lies den ersten Satz. Und dann öffne dein Herz, es dringt in dich ein. Meine Frage ist, was ist der Grund der Frauen, das zu lesen? Und die einzige Antwort, die ich gefunden habe, ist Sehnsucht. Oh. Sag mal, du riechst wie eine Bratwurst. Oh. Gerburg war ja bei der Arbeit von den beiden Filmen am Anfang sehr skeptisch. Sie sollte quasi die engste Freundin von mir in dieser Geschichte spielen. Hey. Es gab 2 Ostseefilme, also Nägel mit Köppen und Butter bei die Fische. Beide vom selben Autor geschrieben und beide mit Ulrike Kriener. Sie ist eine heitere Person und die ernste Rolle, die sie darin spielt, ich glaube, dass mein Mann, als er diese Figur geschrieben hat und als er Gerburg da im Kopf hatte, hat immer auch das gesehen, was Gerburg auch ist.
nämlich eine sehr empfindsame und eine sehr verletzliche Frau. Der Knut, der hat doch irgendwie einen an der Klatsche. Und eine schöne Schrift hat er. Ja, ja, schreiben kann er. Bei der Geschichte letztens, wo er mit seiner Katze Silvester im Keller sitzt, weil die so einen Schiss vor Knallern hat, mir kamen echt die Tränen. Meine Figur war auch so nachdenklich. Und dann muss man so stillhalten. Also du kannst nicht irgendwie so vor der Kamera, sondern du musst so mit einem Blick, musst so alles sagen, ne? Wie wär der mal mit so einem Törtchen? Aber nur, wenn ich gefüttert werde. Jungs, Motor aus! Oh, aber nicht beißen. Beim Film muss man einfach in der Beziehung bleiben und nicht gleich den Kommentar mitspielen. Auf gar keinen Fall den Kommentar. Das ist das Beschissenste und das Gefährlichste, was man überhaupt beim Spielen machen kann. Das ist mir total schwer gefallen, weil was ich gelernt habe, ist, mach die Bewegung so groß wie möglich, damit die 40. Reihe auch noch sieht, was du machst. So, und jetzt muss ich das total das Gegenteil machen. Und da hat halt Ulrike hat mir unglaublich viel geholfen. Ehrlich, sagst du das? Nee, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Also ich habe ihr angeboten, weil sie am Anfang Schiss hatte, dass ich ihr, wo immer ich kann, helfe, ja, und was sage oder für sie da bin und dass ich das gerne tue, weil ich auch alles dafür getan hätte, damit sie das spielt. Und wie ist er sonst so? Tja, lieb. Ja, wie lieb? Jetzt lässt er doch nicht alles aus der Nase ziehen. Petra, der spricht nicht. Und wenn du mal den Mund hältst? Immer, du wirst dich wundern, habe ich auch schon probiert. Das war, glaube ich, das erste Mal, als wir gedreht haben, in diesem Film, wo ich gemerkt habe, wahnsinnig, wie gut das Zahn zwischen uns. Die Patin antwortet für das Kind. Ja. Wie heißt das Kind? Willi. Ist nicht euer Ernst. Willi, widersagst du dem Teufel? Ja, klar. Ich widersage. Bitte? Ich widersage. Ich widersage? Für die Taufe, die am Anfang vom kleinen Willi war, hat sie bei Georg gesagt, sag mal, ich finde den Text da jetzt nicht so Bombe, den du geschrieben hast. Kann ich da ein bisschen was ändern? Petra, die hat sich den Pfarrer gegriffen. Meine Helena, die ließ sich nach Übersee schiffen. Da mit dem Knut, das mache ich allein. Und die Stefanie, die hat jetzt den Heinrich am Bein. Der macht die Steffi scharf wie Chili. Und darum taufen wir heute den Willi. Ja. Es war ein wunderbares Gedicht, es war witzig, passte super gut in die Situation. Ja, also sie ist einfach eine gute Autorin, noch zusätzlich. Ich finde ja sowieso Abwechslung super. Ich finde es geil, irgendwie in so einem Film mitmachen zu dürfen und dann live auf der Bühne zu arbeiten, dann die Ladies Night im Fernsehen, dann wieder 2 Monate Regie zu machen. Und diese Abwechslung ist ein Geschenk. Vor allen Dingen in meinem hohen Alter. Stell mal die Schärfe nach. Dieser Frau die besten 18 Jahre meines Lebens geschenkt. Und keiner dankt's. Wie wär's mal damit?